Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hot Game. Wie ihr schon in der Beschreibung gelesen habt, geht es in diesem Video heute darum, ist das das Ende meines YouTube-Kanals? Und zwar geht es um Folgendes. YouTube hat am 18. Januar 2018 die Richtlinien für Partner geändert. Und zwar fliegen alle aus dem Partnerprogramm raus, die nicht 4000 Videostunden Wiedergabezeit besitzen, beziehungsweise in den letzten 12 Monaten 1000 Abonnenten hatten. Beides davon erfülle ich definitiv nicht. Ich habe momentan 208 Abonnenten. Gut, schön für mich, schlecht für YouTube. Und ich habe momentan eine Wiedergabezeit in Stunden in den letzten 12 Monaten von 201. Gut, das liegt vielleicht daran, dass mein Content scheiße ist oder ihr nicht sehen wollt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal gerne unten in den Kommentaren als Information für mich da lassen. Und zwar geht es da hauptsächlich aber um Folgendes. Ich habe hier mal ein paar Screenshots gemacht, beziehungsweise eins selbst bearbeitet. Diese Vorteile haben YouTube-Partner. Sie können Geld verdienen, sie können Livestreamen. Sie können den Livestream einbinden, Sie können längere Videos machen, Überchat, Abantworten, glaube ich, kann man dann auch schon benutzen, kostenpflichtige Inhalte, keine Ahnung. Sie können Anmerkungen hinterlassen, Sie können Videos auf nicht gelistet stellen, beziehungsweise getimed hochladen. Das heißt, Sie laden sie hoch und sagen, hey, nächste Woche um 15 Uhr soll dieses Video online gehen und das geht laut YouTube dann online. Diese Punkte habe ich sehr gerne genutzt und habe euch damit Videos vorproduzieren können. Es gibt eine Benutzer-URL, die es vielleicht in Zukunft auch nicht mehr geben wird. Das heißt, momentan bin ich unter youtube.com/c/hotgame erreichbar. Ob das in Zukunft so sein wird, steht ehrlich gesagt in den Sternen. Hier mal die, was YouTube nicht Partner früher konnten, also es geht ja um früher in dem Fall, weil was ich in Zukunft nicht kann, kann ich ja nicht voraussehen. Also, in dem Fall wäre ich ein nicht bestätigter Partner und ich könnte kein Geld verdienen, gut, tue ich jetzt auch nicht mehr. Ich könnte wahrscheinlich nicht mehr livestreamen, ich könnte wahrscheinlich keine längeren Videos mehr hochladen, die länger sind als 15 Minuten. Ich könnte vielleicht nicht die Videos privatisieren bzw. Benutzer-PCs hochladen. Ich hätte vielleicht keine Thumbnails. Ja, was habe ich jetzt hier noch rausgerichtet? Nach den ID-Content-Beschwerden und wahrscheinlich auch keine URL. Das heißt, so viel wie, ja, mein Kanal wäre tot. Da ich ja zwischenzeitlich auch mal arbeiten muss, wie viele von euch wissen, bin ich selbstständig. Und muss auch mal arbeiten. Dementsprechend muss ich Videos halt auch so hochladen können, damit sie halt irgendwann freigegeben werden, wann ich es möchte. Dies wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Wir werden sehen. Hier mal als kleine Information. Momentan sieht es so auf meinem Kanal aus und deshalb wird es wahrscheinlich das Ende sein. Also am Anfang werde ich weiterhin Videos produzieren, die müssen daily sein, denke ich mal. Also sprich, die muss ich tagaktuell hochladen. Sprich, ich produziere sie, ich schneide sie, ich lade sie hoch. Ihr werdet sie sehen. Je nachdem, wann ihr darauf Lust habt oder nicht Lust habt. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass ich dann live streame auf YouTube. Das heißt, mein Twitch-Kanal wird da wohl daily online sein für euch. Sollte ich weiter über YouTube senden können, dann werde ich natürlich auch tun. Allerdings werden die Videos dann sehr unregelmäßig kommen in Zukunft. Also sprich, wenn ich erst abends nach Hause komme, nach der Arbeit oder so, dann habe ich keine Möglichkeit, da um 20 Uhr noch ein Video zu machen, ein Video zu schneiden und es zu rendern, weil ich muss ja vom Morgen auf zur Arbeit gehen.
Dementsprechend werden sie sehr unregelmäßig kommen, die Videos. Ich wiederhole nochmal extra unregelmäßig. Also ich versuche weiterhin Videos zu produzieren, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir bei 5 Minuten. Da ich wieso kein Geld verdiene, braucht der Video ja nicht auf 10 Minuten strecken. Sollte euch trotzdem mein Kanal gefallen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, mich zu abonnieren. Also der Kanal wird nicht gelöscht. Ja. Und wenn ihr lustig seid, könnt ihr mir auch, oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch unten in der Videobeschreibung, in dem Content-Formular, halt unten, könnt ihr mir gerne reinschreiben, welche Videos ihr in Zukunft sehen wollt. Wollt ihr weiter Minecraft sehen oder wollt ihr andere Videos sehen? Was stellt ihr euch selbst als Community von mir vor? Was soll ich in Zukunft machen? Wie ihr wisst, hängt mein Herz an Minecraft und ich spiele sehr gerne Minecraft. Nur jetzt möchte ich auch mal auf euch eingehen in der Hinsicht und fragen, was wollt ihr sehen? Also Leute, nutzt die letzten Chancen unten in der Videobeschreibung rein. Warum sage ich immer Beschreibung? Unten in den Kommentarfeld reinzuschreiben, was wollt ihr, was soll in Zukunft hier abgehen bei mir. Und wenn möglich, haltet mir die Treue. Bye bye, ciao, ciao, ich bin raus.